Warum die Autolobbyisten immer noch predigen, dass es zu wenige Ladestationen gibt. Wie die Situation wirklich aussieht, die Zahlen haben selbst meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Und welche Zahl mich am meisten überrascht hat, weil sie einen positiven Rückschluss ermöglicht. Moin, ich bin Dirk Henningsen und in diesem Video räume ich mit einem weiteren Mythos auf, der insbesondere von Autolobbyisten und E-Auto-Gegner mantraartig wiederholt wird. Es gibt zu wenige Ladestationen. Der BDEW hat in seinem Elektromobilitätsmonitor die aktuellsten Zahlen vorgelegt, die wir uns in diesem Video anschauen und analysieren. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. ist laut Wikipedia ein Lobby- und Interessenverband der deutschen Strom- und Energiebranche. Er vertritt als einflussreicher Spitzenverband rund 2000 Unternehmen, darunter die vier großen Energieversorger wie RWE, E.ON, NBW und Vattenfall. Er ist somit ein Lobbyverband mit teilweise abweichenden Interessen im Vergleich zu den Autolobbyisten und vertritt die Unternehmen, die mit dem Verkauf von Strom an Autofahrende Geld verdienen wollen. Was sagt nun der Elektromobilitätsmonitor? Im ersten Halbjahr 2024 wurden 16.063 öffentliche Ladepunkte aufgebaut, sodass es nun 134.226 Ladepunkte gibt. Das ist ein Plus von fast 14% innerhalb der ersten 6 Monate dieses Jahres. Anders ausgedrückt wurde gerade auch wegen des überproportionalen Ausbaus der Ultraschnellladeinfrastruktur die Werte bezüglich der möglichen Ladeleistung der Vorjahre übertroffen. Allein 3000 neue High-Power-Charger, das sind die sogenannten HPC, wurden im ersten Halbjahr aufgebaut. Der BDEW betont in seinem Bericht, dass der Ausbau auch in der Fläche, also nicht nur an den Autobahnen vorangeht und in der Fläche eine hohe Verfügbarkeit vorhanden ist. Mit der nun verbauten kumulierten Ladeleistung von 6,3 Gigawatt übertrifft Deutschland die von der EU im Rahmen der A4 geforderten Leistung von 2,7 Gigawatt um mehr als das Doppelte. Anders ausgedrückt, es gibt mehr als doppelt so viel Energie für E-Autos, als die EU für angemessen hält, um alle E-Autos ausreichend mit Strom zu versorgen. Das führt zu einer Auslastung von 14,5%. Diese ist allerdings regional sehr unterschiedlich. Sie liegt so zwischen 3 und 29,2%. Was mich positiv überrascht hat, ist, dass die Auslastung im Vergleich zu einem halben Jahr vorher von 12,5% auf 14,5% gestiegen ist. Das zeigt, dass die Ladesäulen dort stehen, wo sie genutzt werden und nicht mehr so wie früher die sogenannten Bürgermeistersäulen als Prestigeobjekt an völlig sinnlosen Standorten Moos angesetzt haben. Zusätzlich sieht man auch, dass die Nachfrage durch die wachsende Verbreitung von E-Autos steigt. Anfang 2024 gab es in 5.795 Kommunen mindestens einen öffentlichen Ladepunkt. Das entspricht 53% aller Kommunen. Oder anders ausgedrückt leben 94% aller Deutschen in einer Kommune mit mindestens einem öffentlichen Ladepunkt. Bei Tankstellen liegt dieser Wert übrigens nur bei 84%, also deutlich drunter. Der BDEW weist darauf hin, dass seine Verbandsunternehmen im Vertrauen darauf, dass 2030 15 Millionen E-Autos in Deutschland geben wird, weiterhin in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren. Losgelöst davon, dass die Nachfrage in Deutschland gerade etwas zurückgegangen ist. Wenn man sich die diesjährigen Zulassungszahlen von E-Autos anschaut, dann liegen diese grob gesagt auf dem Niveau von 2022. Die Sondereffekte aufgrund des auslaufenden Umweltbonus von 2023 hatten zu einem Boom geführt, der sich dieses Jahr nicht fortgesetzt hat. Nur als Rückmeldung mal aus der Praxis. Ich habe zum Beispiel auch noch extra 2022 meinen Kia EV6 gekauft, um die volle Förderung zu bekommen, da sie bereits ab 2023 für Firmen reduziert worden ist. Dadurch wurden gerade von Firmen einige Fahrzeugkäufe vorgezogen, was sich in der Nachfrage in 2023, aber auch noch 2024 bemerkbar machen kann. Warum predigen die Autolobbyisten jetzt immer noch, dass es zu wenig Ladestationen gibt? Das hat 3 Gründe. Erstens können sie so anderen Verbänden wie den Ladesäulenbetreibern oder der Politik die abgeschwächten Verkaufszahlen in die Schuhe schieben und von den eigenen Problemen ablenken. Zweitens bleibt so noch ein Argument vorhanden, was den Verkauf von Verbrennern ankurbelt, da die Autolobby immer noch zweigleisig fährt, um den Verkauf der margenstarken Verbrenner nicht so schnell abzuwürgen. Und drittens, weil gerade die Autolobbyisten, Achtung, das ist jetzt ein Vorurteil von mir, vermutlich selber noch kein E-Auto fahren oder zumindest nicht regelmäßig öffentlich laden und glauben, was sie predigen, ohne selber jemals erlebt zu haben. Wie schätze ich die Situation ein?
Ich habe mit dem E-Autofahren zu einer Zeit begonnen, zu der die Ladeinfrastruktur ein echter Killer für zügiges Autofahren gewesen ist. Ohne das Tesla Supercharger Netzwerk hätte ich nicht von meinem Seat Alhambra zum E-Auto wechseln können. 2017 konnte ich nicht von Kiel nach Berlin mit unserem BMW i3 94 Amperestunden fahren, der nur 150 Kilometer Reichweite hatte. Dafür brauchte ich das Model S mit 300 Kilometer Reichweite und zwei Schnellladestandorten an der A24 bzw. A19. Schon 2018 war es dank des europaweiten Supercharger Netzwerks möglich, vom Nordkap bis nach Südspanien mit jedem Tesla zu fahren. 2019 hatte ich dann das erste Mal Angst davor, dass es an den Ladesäulen eng werden könnte, denn dort kam das Model 3 auf den Markt und ich hatte die Sorge, dass Tesla nicht genug Ladestationen ausgebaut hat. Es kam letztendlich ganz anders und das hatte zwei Gründe. Erstens hat Tesla innerhalb von wenigen Monaten alle Standorte umgerüstet und das Netzwerk massiv ausgebaut. Zweitens haben viele Model 3-Fahrende gar nicht am Supercharger geladen, sondern bei Ionity oder anderen Ladesäulenbetreiber, da es dort für sie günstigere Konditionen als bei Tesla gab. Wie können wir diese Erfahrung auf die heutige Zeit übertragen? Erstens, der Ausbau, das haben wir gerade gesehen, geht mit sehr großen Schritten voran. Er ist schneller, als der Umstieg zum E-Auto vollzogen wird. Engpässe sind damit sehr unwahrscheinlich. Es werden nicht nur die wenigen Lücken geschlossen, sondern auch vorhandene Standorte massiv ausgebaut. Zweitens, über Preismodelle können die Ladesäulenbetreiber die Auslastung der Ladestationen steuern. So wurde zum Beispiel dieses Jahr zur Urlaubszeit von vielen ein Abo-Modell mit vergünstigten Kilowattstundenpreisen eingeführt, sodass im Sommer so viel Energie an den Autobahnen, an den Ultraschnellladestandorten geladen wurde wie noch nie zuvor. Drittens, weil die durchschnittliche Ladedauer an HPC-Ladesäulen bei 27 Minuten liegt und kontinuierlich sinkt, halten sich die seltenen Wartezeiten im Rahmen, da die Fluktuation bei ausgelasteten Ladestationen sehr hoch ist. Für die nächsten Jahre sehe ich keine Probleme bei der Auslastung der Standorte. Ich hoffe, für die Sonderfälle, bei denen zum Beispiel Ionity aufgrund des offenen Rechtsstreits zwischen Tank und Rast sowie Tesla und Fastnet nicht die vorhandenen Standorte ausbauen kann, auf eine zeitnahe Klärung, sodass dann zum Beispiel auch an den Autobahnstandorten Ionity auf 6 oder mehr Ladepunkte ausbauen kann und E.ON nicht mehr diesen Irrsinn betreiben muss, 300 kW Ladesäulen auf 50 kW zu drosseln. Welche Erfahrungen hast du mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur gemacht? Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.